Auf der A96 bei Mindelheim in Bayern sorgen die Straßenwärter Philipp Schuhwerk und Anton Schaule für Ordnung. Für eine Tunnelwartung haben sie Fahrbahnen umgeleitet. Plötzlich kommt es zum Stau. Ja, das schaut aus, wie wenn es dahinter einen Unfall gehabt oder einen Auffahrunfall, weil die zwei Lkw stehen einmal in der Mitte hinter dem Sicherungshänger. Jetzt schauen wir mal runter, was los ist, ob die wegkommen oder wie es ausschaut. Okay. Der Verkehr staut sich immer mehr. Philipp Schuhwerk und Anton Schaule müssen die Fahrbahn schnell wieder frei bekommen. Hallo? Hallo. Servus. Ja. Was haben wir für ein Problem? Ja, ich bin auf der Spur fast vier gefahren. Nicht? Und da hat Reißverschluss im Straßenverkehr und er hat mich umgezogen und hat mich ins Spiegel übergeführt. Das müssen wir natürlich die Staatsanwaltschaft schreiben. Nicht? Okay. Aber sonst hier kommen wir wieder weg. Ja, ja, natürlich. Okay. Ja, Polizei brauchen wir nicht, oder? Ja. Macht hier so. Okay. Ja. Okay. Also, im Reißverschlussverfahren. Der Spiegel wegfahren. Der LKW, aber sie regelt das intern. Wir brauchen keine Polizei und er kann dann wieder wegfahren. Also mit den Unterschriften austauschen und Adressen und Versicherungen. Und dann wird das so geregelt. 12 Uhr. Am Kohlbergtunnel fließt der Verkehr durch eine Tunnelseite. Die Reinigungsarbeiten in der zweiten Röhre können endlich beginnen. Anton Schauler und Philipp Schuhwerk bekommen einen Notruf aus der Zentrale. Ja, wir sind gerade bei Streckerkontrolle eh auf dem Weg. Wir kommen vorbei, Herr Klinger. Gell? Bis gleich. Jawohl, danke. Für Gott. Also Anton, der Herr Klinger hat gerade angerufen. Was braucht der Chef? Im Tunnel steht vor dem Tunnel A-Spur steht ein LKW, ein Schwertransport und kommt nicht durch die Baustelle. Der braucht unsere Hilfe. Wir sollen umfahren, ja. Aber gell, so ist es mit dem Schwertransport. Die wissen genau, dass der Tunnel gesperrt ist, aber der Disponent oder die Fahrer kümmert sich keiner um das. Dass er durchfahren oder was er für eine breite Hand. Das wird eine saftige Strafe geben für den Fahrer. Das ist richtig viel Arbeit, aber jetzt schauen wir mal nach. Ja, das ist ein bisschen schwierig, wenn die ihre Transporte da anmelden oder sie erkundigen, ob Strecke keine Baustelle ist, dann passiert sowas. Die Straßenwärter sollen erneut den Tunnel für den Verkehr sperren. Also, das war der Chef. Die Polizei ist jetzt in Städten und wartet dann auf unser Kommando, dass wir den durch den Tunnel durchlotsen. Und jetzt fahren wir schnell vor und klären die Situation vor Ort ab. Nach 15 Minuten sind Philipp Schuhwerk und Anton Schaule vor dem Tunnel. Ein Transporter ist zu breit für die einspurige Fahrbahn und kommt nicht in den Tunnel. Kollege Jürgen Klinger ist bereits vor Ort. Hallo, Herr Schuhwerk. Ja. Also folgende Situation. Wir haben da einen nicht genehmigten Schwertransport, der jetzt am Kohlbergtunnel steht, wegen der Baustelle herinner. Da müssen wir jetzt schauen, dass wir den trotzdem irgendwie durch den Kohlbergtunnel durchbringen. Und dann werden wir jetzt so verblieben, wir machen die Sperrung mit der Polizei. Die Polizei hält praktisch Fahrt Richtung Lindau, sperrt den Verkehr komplett. Mhm. Wir schalten den Tunnel auf Rot, begleiten dann den Schwertransport durch den Tunnel durch. Mhm. Und wenn wir schauen, weil die Situation ist bei dem Schwertransport, dann haben wir die Baken im Mittelstreifen drin stehen. Der kommt nicht drüber, das haben wir gerade probiert. Und wir müssen praktisch den Schwertransport durch den Tunnel mit durchbegleiten und die Baken dann dementsprechend rausstellen und wieder rein. So, du bist der Fahrer, oder? Wo geht's denn hin? Ich muss nach Bremerhaven. Bremerhaven haben wir ein bisschen verkehrte Richtung. Nein, das ist meine vorgeschriebene Fahrstrecke. Statt 762 Kilometer fahre ich jetzt 1054. Okay. Das Auto ist zu schwer. Wie schwer bist du? Insgesamt 48 Tonnen. Oh ja. Und der Breite? 4,40 Meter breit. Ja, das ist ganz schön. Also wo kommt der Transporter hin dann? Wird der verschifft, oder? Der geht aufs Schiff in Bremerhaven und ist bestimmt für Amerika. Philipp Schuhwerk und Anton Schaule müssen dafür sorgen, dass der überbreite Transporter durch den Tunnel fahren kann. Ich ziehe jetzt die Baken rüber auf links, dass der Schwertransport vorbeikommt, weil er kommt in der Höhe nicht über die Baken rüber. Sonst wird es die alle so runterreißen. Und der Kollege stellt sie wieder auf. Ja, der Fahrer, glaube ich, muss das nicht wissen.
Das ist, glaube ich, eher die Spedition oder die Firma muss das ja im Vorfeld alles planen. Er kriegt halt seinen Fahrbericht oder seinen Fahrplan und sagt, da musst du fahren. Und das Rest muss ja eigentlich die Firma vorher abklären. Okay, da brauchen wir jetzt nicht mehr so viel Parker, weil da fahrt er dann auf der Standspur. Die denken sich da, glaube ich, nicht so viel, wenn jetzt da mal so eine kleine Panne ist oder so durchkommt, weil das wird er vielleicht noch öfters auf seinen Fahrt haben, dass das nicht alles so glatt läuft. Jetzt geben wir noch unseren Tunnelelektriker Bescheid, dass wir den Tunnel, die Sperrung wieder aufheben können, dass er umschalten kann von Rot auf Grün. Dann gehen wir den Tunnel wieder für den Verkehr frei und die Polizei kriegt nur Info, dass sie die Sperrung aufheben kann. Also muss ich sagen, super gelaufen. Sache auf 10, 15 Minuten. Nach 20 Minuten können Philipp Schuhwerk und Anton Schaule den Kohlberg-Tunnel für den Verkehr wieder freigeben.